Willkommen zu einer weiteren TechView Podcast Show. Und wie man hier sehen kann, boote ich gerade Endless OS hoch. Das ist eine Linux-Distribution, die ich euch vorstellen möchte in dieser Folge. Eine ganz besondere Linux-Distribution, die eher gedacht ist für einen Bereich, wo Internet ein bisschen knapp wird oder wo man Internet nur am Tag für bestimmte Zeiten haben kann. Das heißt, eher gedacht so für die Länder, die wir hier sehen können, die auch hier in der Einrichtung dargestellt werden. United States, Indonesien, Mexiko, Frankreich, Brasilien, Vietnam. Das sind so die Primärziele, würde ich mal behaupten. Wir können aber hier auch, wenn wir ein bisschen runterscrollen, Deutsch finden und haben natürlich die Möglichkeit, auch das Ganze in Deutschland zu benutzen. Und das ist so der erste Einrichtungsassistent, den man sieht, wenn man das System das erste Mal installiert hat. Und hier hat man die Möglichkeit, neben der Sprache auch die Texteingabe einzurichten. Und wir sehen, das erinnert schon so ein wenig an die ganz normale GNOME-Einrichtung, den Ersteinrichtungsdialog. Aber hier kommt es schon zu einer ersten Besonderheit, nämlich einen Vertrag, die Terms of Usage, also Nutzungsbedingungen, die man durchlesen muss. Und hier werden sie halt eben dargestellt, eben mit gelb markiert, was ziemlich wichtig ist. Und ziemlich klein auch geschrieben, das heißt, man kann da nicht immer alles so richtig lesen und das Fenster lässt sich leider auch nicht vergrößern. Auf jeden Fall gibt es eben Nutzungsbedingungen für diese Linux-Distribution und das ist sicherlich interessant für den einen oder anderen, das mal durchlesen zu können. Und da gibt es auch etwas seltsame Geschichten, also GNU und so wird auch gesagt, aber es gibt auch ein paar Disclaimers und Garantien und so weiter und so fort. Warum das Ganze nun? Es wird eben auch vorinstalliert auf Rechnern ausgeliefert, vielleicht ist das eines der Gründe. Aber es gibt auch ein paar seltsame Dinge hier in dem Dokument, die beispielsweise darauf hinweisen, dass man auf einmal permanent gebannt werden kann von seinem eigenen Betriebssystem, was natürlich auch nicht so der Sinn der Sache ist. Nun ja, automatisches Speichern und Versenden von Statistiken und Problemberichten an Endless ist standardmäßig aktiviert, das wird anonym gemacht, aber ich möchte trotzdem dem Ganzen nicht zustimmen, beziehungsweise stimme dem Vertrag zu, aber nicht dem Weiterleiten von Daten. Ich kann jetzt meine Zeitzone noch auswählen, die ist hier richtig korrekt eingestellt und habe jetzt die Möglichkeit, auch weitere Online-Konten zu verbinden. Wenn ich denn möchte, könnte ich zum Beispiel meine Nextcloud einrichten. Das mache ich aber nicht und klicke auf Überspringen und muss jetzt eben einen Benutzer eingeben. Und da gebe ich einfach mal meinen Benutzernamen eingeben, standardmäßig ist sogar hier Passwort Protected aus, das heißt, es wird nicht mit einem Passwort gesichert, das System, es ist also ein Single-User-System, ich kann das aber anmachen, wenn ich möchte. Aber lassen wir das mal und klicken auf Weiter und jetzt ist es schon fertig. Ihr habt gemerkt, ich habe keinen wirklichen Benutzernamen eingegeben, sondern nur meinen vollständigen Namen in groß. Und es hat dann automatisch wahrscheinlich im Hintergrund einen Nutzernamen eingerichtet. Ich klicke mal auf Endless starten und bin mal gespannt, was dann passieren wird. Es ist also eine Linux-Distribution, die vieles, vieles anders macht. Eben zum einen, weil, wie gesagt, es dafür gedacht ist für Regionen, wo das Internet nicht immer da ist. Und aus dem Grund ist auch das Ganze verfügbar, nicht nur in einer minimalen Version, die ich jetzt hier habe, die etwa 1,8 GB groß ist. Und einer 14 oder sogar 16 GB großen Version, die dann alles beinhaltet, was so das Endless-Team zusammengestellt hat. Jetzt befinden wir uns auf dem Desktop und das ist schon ein ziemlich angepasster Desktop, wie wir sehen können. Das ähnelt so ein bisschen vielleicht an Chrome OS oder an so ganz leichten, wie hießen die Android-Systeme, die, ich habe schon vergessen, die für den Desktop gedacht waren, also mit einem Panel unten, wo wir dann eben die Uhrzeit haben, wo wir dann unseren Benutzer auch haben, wo wir draufklicken können, wo ich dann auch in die Einstellungen reingehen kann oder den PC ausschalten kann oder mich abmelden kann oder den Bildschirm sperren kann. Dann die Uhr selber, die mir GNOME-typisch dann auch zum Beispiel den Kalender darstellt, aber auch so Sachen wie zum Beispiel Softwareaktualisierungen stehen zur Verfügung und es steht sogar eine Systemaktualisierung zur Verfügung. Klicken wir mal darauf und schauen, was passiert. Dann öffnet sich sogar hier
ein Fenster, das einem sagt, okay, hier gibt es neue Updates, Aktualisierungen. Erst einmal gibt es hier LibreOffice in der Version 6.1.0.3, also eine ziemlich aktuelle Version, weil wir jetzt noch, glaube ich, bei der 6.0er Version sind. Und dann gibt es, da kommen wir zu einer weiteren Besonderheit, das ganze System basiert auf Flatpaks tatsächlich. Und aus dem Grunde werden eben auch Flatpaks aktualisiert. In dem Fall zum Beispiel die Application-Plattform 1.6 wird aktualisiert. Und hier sieht es so aus, als ob er bereits schon das Update für LibreOffice am Installieren ist, ohne dass ich was gemacht habe. Genau, das macht er hier schon. Er aktualisiert also Anwendungen selbstständig im Hintergrund. Und Systemaktualisierungen wie zum Beispiel auch die GNOME Application Plattform 3.28, die ich hier aktualisieren kann, die kann ich dann hier nach einem Neustart installieren. Das wollen wir aber jetzt erstmal nicht machen. Ihr seht, wir haben Automatic Updates on. Wir lassen das mal im Hintergrund weiterlaufen. Ich möchte euch erst einmal die Oberfläche ein bisschen näher bringen. Wir haben also einen Full-Screen-Launcher mit Hintergrund, wie wir hier sehen können, wo wir eben Anwendungen haben und wo wir weitere Programme hinzufügen können oder nach Anwendungen suchen können oder eine Google-Suche sogar anstoßen können, wenn wir denn möchten. Es wird nicht direkt nach Google gesucht. Wenn ich beispielsweise nach Fußball suche, wird mir nur die Möglichkeit angeboten, mittels Google nach Fußball zu suchen. Dann würde sich eben das Internet, wie man hier sehen kann, am Symbol der Chromium-Browser öffnen. Oder es gibt die Möglichkeit, im App Center zu suchen nach eben Fußballspielen beispielsweise. Dann sehen wir ungewohnt für Linux-Distributionen Facebook, WhatsApp und YouTube, vermeintliche Apps. Das sind aber in Wirklichkeit keine Apps, sondern im Grunde genommen sind das die, ja, ich glaube, es gab es mal eine Zeit lang oder gibt es immer noch die Möglichkeit, Chrome-Verlinkungen als eigenständige Apps laufen zu lassen. Das ist das im Grunde genommen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf YouTube klicke, öffnet sich ein neues Fenster. Es gibt eine schöne Animation, genau, die dann für das jeweilige Fenster anzeigt, dass das Programm gerade gestartet wird in einem Vollbild. Und es lädt im Hintergrund dann bereits schon das Programm nach und fängt, glaube ich, auch sogar an, die Webseite dann in dem Fall zu laden. Und ja, jetzt sind wir soweit. Und dann sehen wir, im Grunde genommen wird dann in einem eigenständigen Fenster ohne URL-Zeile in einem Webbrowser einfach die Webseite geladen. Und ich habe jetzt ja die Möglichkeit, hier mir YouTube-Videos anzuzeigen oder mich anzumelden und so weiter und so fort. Also das ist im Grunde genommen, verbirgt sich hinter diesen Apps. Das Gleiche betrifft eben auch die WhatsApp- und Facebook-App. Wobei bei WhatsApp müsst ihr das Ganze noch mit eurem Smartphone paaren, damit das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier die minimale Version installiert, die kommt mit ein wenig weniger Software daher, das heißt aber LibreOffice ist mit dabei, ein Dokumentenviewer, das heißt in dem Fall ein Dateimanager ist auch mit an Bord, das ist, wie man unschwer erkennen kann, der Nautilus, beziehungsweise GNOME Files oder Dateien in der Version 3.26.3.1, das müsste auch aktualisiert werden, wenn wir uns hier das App Center anschauen. Genau, es wird gerade im Hintergrund auch irgendwann mal aktualisiert und dann werden wir die 3.28er Version wahrscheinlich bekommen. Es ist eine ziemlich spannende Distro, weil dieses App Center und dieses ganze System eben, wie ich bereits gesagt habe, auf Flatpaks setzt, aber nicht nur auf Flatpaks, sondern Flatpaks im Zusammenhang mit OS Tree verwendet. OS Tree ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, euer System, genauso wie bei ButterFS Snapshots, einfach mal zu sichern. Es ist so eine Art Git-System, was dann neuere Dateien in einen neuen Ordner reinschreibt und dann euch die Möglichkeit gibt, jederzeit in das alte funktionierende System reinbooten zu können. Das mal in so einer simplifizierten Antwortmöglichkeit. Wir können das auch sehen, wenn wir hier mal einfach auf den Rechner gehen und dann sehen wir erst einmal Bin und User Bin sind gemerged. Und also sind 1, das heißt Bin ist eine Verlinkung auf Userbin. Wir sehen aber auch Home ist eine Verlinkung und wenn wir da mal in die Eigenschaften gehen und uns das anzeigen lassen, werden wir sehen, dass Home nach war Home verlinkt ist. Das liegt ganz einfach daran, weil hier im Grunde genommen alles, das Ganze nur Hardlinks sind zu dem eigentlichen Sysroot-System, das hier sich befindet. Und dann sehen wir hier haben wir Boot, Flatpak, Home, hier haben wir das eigentliche Home. Das wird mit Hilfe von OS Tree, das haben wir hier, da können wir auch mal reinschauen, dann sehen wir zum Beispiel das Repo und dann sehen wir hier zum Beispiel unsere Objekte und das sind die einzelnen Dateien und Ordner, die wir jetzt im System eigentlich sehen, die dann verhardlinkt werden,
und die uns dann unter Slash angezeigt werden. Und Änderungen werden beispielsweise dann eben in diesen Tree reingeschrieben. Und das soll eben dafür sorgen, dass ihr stets ein funktionierendes System habt und das System so gut wie möglich nicht kaputt geht. Das ist natürlich für die Zielgruppe ziemlich interessant und wichtig. Für Schulen könnte ich mir das durchaus vorstellen, die einfach immer ein funktionierendes System haben wollen, das nicht kaputt geht. Aber natürlich auch für Leute, die einfach nicht die Möglichkeit haben, das System einfach von heute auf neu, also von heute auf morgen neu zu installieren und neu einzurichten und so weiter und so fort. Da macht es natürlich Sinn, dann immer so ein Fallback zu haben, wo das System nicht kaputt konfiguriert werden kann, im Grunde genommen. Geht natürlich auch, ich habe es geschafft, aber ich bin da vielleicht eine Ausnahme, was das angeht. Ja, vielleicht werden wir mal irgendwann mal eine Sondersendung zur OS-Tree machen, entweder hier im TechView-Podcast oder vielleicht auch Radio Tux. Apropos Radio Tux, wo ich das gerade anspreche, es wird eine Folge Radio Tux geben zu Endless OS, wo ich das nochmal alles ausführlicher bespreche, was das ganze System angeht. Hier möchte ich euch nur grafisch zeigen, was das System so bietet. LibreOffice ist mittlerweile aktualisiert worden auf die Version 6.1. Ich kann jetzt einfach LibreOffice starten und dann werdet ihr sehen, wenn wir mal in die Versionsnummer reinschauen, dass hier immer noch die Version 6.1.0.3 gerade jetzt auch läuft, weil sie als Flatpak installiert worden ist. Das funktioniert also wunderbar. Was wir aber auch sehen werden, ist hier Neustarten und Aktualisierungen installieren. Das hat mit dem Basissystem zu tun, weil das Basissystem eben auf OS-Tree so ausgelegt ist, dass man, wenn man so ein Basissystem aktualisiert, dass man hier tatsächlich oder jede glückliche Anwendung in OS-Tree aktualisiert, die jetzt kein Flatpak ist, dass man hier tatsächlich neu starten muss, um dann in diesen neuen Status reinbooten zu können, wo man die aktualisierte Anwendung hat. Ein kleiner Nachteil vielleicht für den einen oder anderen, es kann aber natürlich auch ein Vorteil sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel also einen Firefox oder hier mein Chromium laufen habe und der würde aktualisiert werden im Hintergrund, würde mein Programm jetzt nicht einfach geschlossen werden oder komisch sich verhalten, wenn eben einfach das aktualisiert wird. Ja, wir können hier auch ein komplettes Endless S347 herunterladen, wenn wir denn möchten. Das klicke ich mal an und dann wird eben ein komplettes System-Update heruntergeladen. Das ist auch interessant. Das verwendet jetzt komplett OS-Tree und nicht nur Flatpaks. Apropos Flatpaks, das war das, was ich hier unten gemacht habe. Schauen wir mal, ob das für den GNOME-Dateimanager auch funktioniert hat. Und gucken wir mal hier unter Infos. Und dann sehen wir, nee, hat nicht funktioniert. Ich muss also tatsächlich neu starten, damit das funktioniert hat. Warum ist das so? Nun, es kann mehrere Gründe haben, weil hier wird tatsächlich werden nicht nur Flatpaks eingesetzt. Also für die Apps werden tatsächlich fast nur ausschließlich Flatpaks eingesetzt. Aber für das Grundsystem, wie beispielsweise GNOME Files, das können wir hier auch mal uns anschauen, werden auch ganz normale Debian-Pakete verwendet. Wenn wir uns das mal hier anschauen und im Paketmanager nach, ich glaube, es heißt GNOME Files suchen. Es ist immer noch Nautilus, dann werden wir sehen, okay, das ist hier ein ganz normales Debian-Paket, was installiert worden ist, jetzt hier die Version 3.6.20.3.1. Das heißt, der GNOME-Dateimanager würde nur über den Paketmanager aktualisiert werden, der würde also nicht über Flatpaks aktualisiert werden, ist eben kein Flatpak. Und so gibt es einige Anwendungen, die keine Flatpaks sind, sondern die nur in diesem System-Repo dann existieren und dann mit Hilfe von OS-Tree geupdatet werden. Dann lassen wir ja gerade das Update im Hintergrund ausführen, das dann eben ein OS-Tree-Image runterlädt, so wie ich das verstanden habe, oder zumindest die Änderungen an Endless OS herunterlädt und dann für einen Neustart, wie wir es jetzt hier sehen, die Sachen komplett installiert. Den Neustart wollen wir dann später durchführen. Achso, wo wir gerade bei den Anwendungen sind, im App Center, können wir uns dann mal alle Anwendungen anzeigen lassen und dann kriegen wir hier zu Gesicht, dass es hier einige Anwendungen gibt, die wir installieren können. Mit dabei sind einfache Anwendungen, die jetzt nicht den Namen tragen von Programmen, die man so kennt. Zumindest nicht allen. Also Firefox ist mit dabei, VLC ist mit dabei. Spotify ist mit dabei, beispielsweise LibreOffice natürlich auch, TuxPaint auch, aber einige heißen einfach nur Fotoeditor, Resume, Lernspiele, GIMP natürlich, okay. WikiArt ist bereits schon installiert, das ist ein eigenständiges Programm, so wie ich das gesehen habe, können wir mal draufklicken, so sieht das ungefähr aus.
Und das ist im Grunde genommen eine, starten wir es mal, eine Bibliothek für ja, Bilder im Grunde. Und wir haben wieder hier die Möglichkeit, in einer Art Browser dann das Ganze uns anzeigen zu lassen. Das ist jetzt, wird jetzt tatsächlich live runtergeladen aus dem Internet. Und wenn wir dann auf ein Foto klicken, beispielsweise, können wir uns dann anzeigen lassen, was das für ein Bild ist. Das sind meistens natürlich jetzt hier Gemälde. Das letzte Abendmahl zum Beispiel hier wird dann jetzt in Englisch dargestellt. Es würde theoretisch, glaube ich, auch eine Übersetzung dafür geben. Und es gibt dann ein paar Zusatzinformationen, Tags, Genre natürlich und natürlich Zusatzinformationen zu dem Bild selber, wann es gezeichnet worden ist, wer es gezeichnet hat und ein paar weitere Vorschläge, was man sonst für Bilder sich anzeigen lassen kann. Dann gibt es hier wieder Facebook, Twitter und WhatsApp zum Verteilen dieses Artikels, der dann verlinkt werden kann. Und ihr seht, es gibt also einen tatsächlichen sehr starke Konzentration auf Bildungs-Apps in dem Sinne. Und ja, das sind also hier die vorgeschlagenen Programme. Wir haben ein paar vorinstallierte Programme, die wir hier sehen. Google Chrome beispielsweise, LibreOffice, WikiArt und hier die Systemanwendungen, die eben, so wie ich das gesehen habe, keine Flatpaks sind, im Gegensatz zu denen hier. Und wo wir bei allen sind, ich glaube, wenn ich hier beispielsweise VLC mal installieren möchte, hier wird eben, wenn ich auf Herunterladen klicke, hier wird eben tatsächlich auch ein Flatpak installiert. Das sehen wir an der Größe. Und keines aus dem Archiv, aus dem Debian-Archiv, was man so kennt, weil hier läuft drunter tatsächlich ein Debian, also EntlessOS basiert auf Debian oder basierte irgendwann mal auf Debian, ich weiß gar nicht, welche Version. Kann sein, dass es noch nicht mal die aktuelle Stable, sondern Old Stable. Wir sehen hier das App Center. Das App Center ist eine Abwandlung vom GNOME Software Tool oder GNOME Software Center. Und ja, hier haben wir also die Möglichkeit, Software nach verschiedenen Kategorien auszuwählen. Die Lernkategorie ist ganz oben, weil das halt eben eines der Haupt, ja, der Haupt, Punkt dieser Distro ist. Und deshalb gibt es hier sehr, sehr viele Lerntools, die einem vorgeschlagen werden, die einem helfen. Und es gibt, glaube ich, auch Nachschlagewerke und Nachrichten. Dort gibt es eigene Tools, die geschrieben worden sind. Darunter zählt zum Beispiel das Resümee-Programm, glaube ich. WikiArte zu Tierreich, etwas, wenn man über Tiere was lernen möchte. Movement, da geht es um Sport und Videos dazu, Budget und Animationen und sowas, Kindergeschichten. Die sind hier also eigenständige Programme von Endless Team selber geschrieben oder in Auftrag gegeben worden. Und ja, hier haben wir noch ein paar Videoprogramme natürlich auch, die man herunterladen kann. Ich suche jetzt eigentlich das Wiki-Programm, weil es gibt auch eine Wikipedia quasi, eine Offline-Wikipedia oder eine Enzyklopädie, die man herunterladen kann, die 5 GB etwa beträgt. Und dann braucht man halt eben nicht das ständige Internet, sondern man hat dann quasi die Wikipedia-Artikel, das meiste dann direkt heruntergeladen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann hier direkt finde. Klicke mal auf alle und suche mal nach Wiki. Vielleicht finde ich da auch, also WikiArt finde ich, klar, dann für den Desktop-Wiki gibt es Zim. Enzyklopädie finde ich jetzt hier nicht, aber es gibt eben auch so eine Enzyklopädie-App, die man installieren kann und dann benutzen kann. Jetzt schauen wir mal unter installiert. Wir sehen, VLC installiert immer noch. Es braucht halt was länger. Es muss halt mehr runterladen bei Flatpaks und es lädt im Grunde genommen nicht nur die App runter, sondern jetzt in dem Fall sogar, glaube ich, die Qt5-Bibliotheken, die es braucht oder die Qt5-Runtime, die es braucht, um VLC überhaupt lauffähig zu machen. Deshalb dauert das alles so ein bisschen länger zum Installieren. Da war die Aktualisierung, Systemaktualisierung deutlich schneller, als was das angeht. Aber es ist schon eine ziemlich interessante Idee, wie ich finde, Apps eben ausschließlich so anzubieten als Flatpaks,
Und die Vor- und Nachteile kann man dann so ein bisschen von der Zukunft so sehen. Wir haben ja jetzt so Systeme, wo das möglich ist, das immer noch installieren zu können, wie beispielsweise auf einer aktuellen Debian-Distribution kann man, wenn man da KDE Plasma installiert hat und Discover laufen hat, kann man eben Flatpaks und Snaps auch nachinstallieren, auch App-Images natürlich direkt herunterladen und ausführen. Aber die laufen parallel zum eigentlichen Paketmanagementsystem. Und hier im Grunde genommen fast auch, aber hier gibt es ausschließlich im App Center eben Flatpaks zum Herunterladen und nichts anderes. Und ja, das kann interessant sein für den einen oder anderen Nutzer. Unter Social Media finden wir einen Link zu Twitter, einen Link zur E-Mail. Ist das tatsächlich eine E-Mail-App? Klicken wir mal drauf und schauen mal nach. Sieht zumindest danach aus, dass das eine E-Mail-App starten würde. Genau, es sieht mir danach aus, dass es hier Evolution gestartet hat. Genau, wir kommen zu Evolution und hier kann ich jetzt die Möglichkeit, habe ich die Möglichkeit, mein E-Mail einzurichten. Also das ist mein E-Mail-Programm. Es gibt, anders als bei GNOME, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, also es gibt auch noch Gmail, das ist dann ein Link zu Google Mail und es gibt Skype Laden, was dann das Flatpak für Skype herunterladen würde. Das gleiche gilt hier, glaube ich, auch Duolingo. Klicken wir mal drauf. Duolingo ist, glaube ich, auch eine Webseite zum Lernen von verschiedenen Sprachen. Da sehen wir also wieder den Lernaspekt. Und ja, genau, es ist eine Webseite, die lädt. Und da haben wir die Möglichkeit, eben mit einem kostenlosen Sprachunterricht anzufangen. Da gibt es also mehrere Sprachen, die man lernen kann. Und das ist also auch eine schöne Geschichte. Ihr habt schon gesehen, es gibt den Minimieren-Button, den Vergrößerungs-Button und den Schließen-Button, also anders als bei der GNOME-Oberfläche normal. Die Anwendungen heißen auch Musik hier, beispielsweise für Rhythmbox. Und unter Medien finden wir VLC ist jetzt installiert und zur Nutzung bereit, wie wir hier sehen können. Das heißt, das App Center hat es tatsächlich geschafft, VLC zu installieren. Schließen wir das mal und dann schauen wir mal, ob hier VLC auftaucht. Nein. Also Videos, Fotos und Spotify laden in dem Fall. Würde dann Spotify laden auch wieder das App Center aufrufen mit Spotify als Flatpak und dann könnte ich hier einfach herunterladen klicken und dann würde er es auch herunterladen. Ich habe jetzt VLC installiert. Jetzt muss ich danach suchen, um es zu starten. Genau. Weil es mir hier nicht angezeigt wird. Ah doch, da oben habe ich es gerade gesehen. Nun ja. Standardmäßig werden auch alle Anwendungen im Vollbild geöffnet. Das sehen wir jetzt hier. Es hat ein paar Nachteile, zum Beispiel hier bei diesem Dialog. Und dann sehen wir, wird das Ganze hier wieder im kleinen Format geöffnet. Wir sehen, VLC ist jetzt hier erschienen, der VLC Media Player. Ich glaube, der war auch vorher hier schon. Ich habe einfach nur den nicht gesehen. Das Spiel haben wir aktuell nichts drin. Das liegt ganz einfach. Ich habe einfach nicht die größte Version heruntergeladen, was das angeht. Wie sieht es aus mit dem Unterbau und mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten? Wir haben hier ein paar Änderungen, was zum Beispiel dieses Widget angeht. Das ist ein kombiniertes Widget, das WLANs, automatische Updates, aber auch die Lautstärke kombiniert anzeigt. Wenn ich jetzt Dropbox installiert hätte, würde tatsächlich das alte SysTray-Icon, das X-Embed SysTray-Icon von Dropbox hier ebenfalls auftauchen. Das gleiche gilt für Skype und für andere Anwendungen. Das heißt, die werden ebenfalls unterstützt. Die werden also hier neben angezeigt. Es gibt ein paar weitere Optionen. Ich glaube, ich öffne mal ein Terminal, um es euch zu zeigen. Es gibt nämlich so ein kleines Spiralsymbol unterhalb meiner Benutzerblume. Wenn ich das anklicke, kriege ich im Grunde genommen alle Anwendungen in einer Übersicht angezeigt, die gerade offen sind, alle Fenster. Starten wir mal den Dateimanager auch noch. Und habe dann die Möglichkeit, zwischen diesen Fenstern hin und her zu wechseln, wie wir hier sehen können, und nach vorne zu bringen. Das hier, dieser Endless-Knopf, macht nichts anderes, als den Desktop zu zeigen, weil eben der Desktop das Hauptmenü ist, das Startmenü ist im Grunde. Und ja, so kann ich hier zwischen Desktop und Apps hin und her switchen, wenn ich möchte. Als Kernel, könnt ihr hier sehen, wird der Kernel 4.15 eingesetzt. Ist noch relativ aktuell und sollte auf der aktuellen Hardware ohne Probleme laufen. Wir können uns ja mal anschauen, wie es mit Mesa aussieht. Um da auch auf dem aktuellen Stand zu sein, da wird die 17.3er-Version, 17.3.7 ausgeliefert. Ist nicht mehr ganz so taufrisch, aber kann man mit leben. Das LSB-Release zeigt einem an, dass das hier Endless OS 3.4.6 ist.
Es würde eben kein, es zeigt jetzt keinen Hinweis auf Debian an. Wenn wir aber zum Beispiel, ich glaube, es müsste das noch geben, hier cat etc Debian Version einsehen, dann sehen wir, das Ganze basiert auf Version 9.0, also auf Stretch, auf der aktuellen Stable Version. Und ihr habt auch die Möglichkeit, also apt ist installiert, also falls ihr mit apt was installieren wollt, apt ist zumindest installiert. Versuchen wir mal was zu installieren mit apt. Apt-get install. Was wollen wir installieren? Wir wollen beispielsweise Stopwatch installieren. Eine einfache Stoppuhr. Ich weiß, dass das Paket existiert. Und dann wird mir gesagt, dass ich das nicht kann, weil ich keine Rechte zum Sperren der Datei varlib-dpkg-log habe, obwohl ich das als sudo ausführe, wo ich eigentlich theoretisch die Rechte habe. Das ist eben das, wo OS-Tree jetzt eingreift und das mir eben nicht die Möglichkeit gibt, hier was zu installieren. Flatpaks hingegen, und das ist eben die einzige Installationsmöglichkeit auf Endless, ohne dass man irgendwelche Tricks einsetzt, installieren eben in einen Bereich hinein, den wir gerade gesehen haben, ganz kurz. Wenn wir in Sysroot reingehen, gibt es einen Ordner Flatpaks und da werden eben Flatpaks abgelegt unter Apps und dann werdet ihr auch sehen, ist zum Beispiel hier mein VLC, den ich gerade installiert habe, drin. Und das ist halt hier ein Spezialordner, wo man drin schreiben kann. Alle anderen Ordner, die unter Root sind, da kann man im Grunde genommen wenig drin schreiben, was das angeht. Und das ist halt eben der ganze Trick an der Geschichte. Und hier sehen wir Home beispielsweise, ist ein Link auf Sysroot Home. Und im Grunde genommen ist also Sysroot das einzige schreibbare Medium im Grunde genommen und OS-Tree und die Repos, dort wird also reingeschrieben. Ja, das so der erste Einblick in Endless OS. Es ist also eine schon für eine ganz spezielle Zielgruppe gemachte Distribution. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze wird vorinstalliert auf Geräten auch ausgeliefert in einigen Ländern. Das heißt, dafür ist es, glaube ich, richtig gut gemacht, was das angeht. Das Nachinstallieren von Programmen, die Freiheit so ein bisschen wird einem nicht so sehr geben. Dafür hat man aber so eine Art, ich würde sagen, es ist ein Versuch, so eine Art Chrome OS nur mit Freiheit, mehr Freiheit und Linux-spezifischen Tools zu erzeugen. Bevor ich jetzt einen Schluss mache, einen Cut mache und euch entlasse quasi für diese Folge, möchte ich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten euch zeigen, die es auch gibt. Dazu gehen wir auf Einstellungen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als die, sind das nichts anderes als die GNOME-Einstellungen. Da seht ihr hier auch, sehen wir hier nicht, es gibt keine Infomöglichkeit, das ist die GNOME, das GNOME-Einstellungstool. Wenn wir auf Details gehen, sehen wir hier auch nur, wird von Endless OS geredet, in welcher Version wir das Ganze jetzt hier haben. Und ja, OS-Updates are now managed in the App Center. Sehen wir hier auch. Also die wurden vorher hier wahrscheinlich gemanagt. Jetzt werden sie im App Center gemanagt. Wir haben hier die Standardmöglichkeiten, wie beispielsweise das Hintergrundbild ändern, falls wir das nicht mögen, oder das Sperrbild ändern und Privatsphären-Einstellungen durchzuführen. Online-Konten anzulegen, da seht ihr, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch noch Sachen hinzuzufügen, Freigaben einzuschalten, Bildschirmfreigabe, Dateifreigaben, Energieoptionen gibt es natürlich, Netzwerkoptionen haben wir auch und automatische Updates lassen sich hier an- und ausschalten oder für bestimmte Uhrzeiten automatisch ausführen lassen, also quasi ein Plan ausarbeiten. Drucker, Tastatur, Maus und Touchpad lassen sich hier einrichten, Bildschirme lassen sich natürlich auch einrichten. Wechselmedien, was passieren soll, wenn ich die einlege, lassen sich auch hier einrichten. Sogar Wacom-Tablets lassen sich einrichten. Ja, das sind also so die Einstellungsmöglichkeiten in Endless OS. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, neu zu starten. Was passiert, wenn ich auf Ausschalten klicke? Genau, dann habe ich die Möglichkeit, neu zu starten und will euch nochmal kurz die schöne Animation zeigen, wenn das Ganze hochfährt. Ich weiß gar nicht, was dafür zuständig ist. Ich gehe mal von aus dem Plymouth-Theme. Aber es ist wirklich schön gemacht. Und jetzt bootet, glaube ich, sogar in die aktuellste, neueste Version hinein. Sollte es zumindest, nachdem ich ja dieses Update gefahren habe. Also ich hoffe, dass ich da nicht was noch anklicken muss, sondern dass der Neustart reicht, um in die neueste Version reinzubooten. Das scheint mir der Fall zu sein, weil ich kriege hier die Möglichkeit, mich jetzt anzumelden, was ich vorher nicht hatte.
Es gibt standardmäßig kein Passwort, wie gesagt. Und ihr habt gesehen, es gibt einen Shared-Account. Also auch wieder für diesen schulischen Einsatz wahrscheinlich gedacht oder für einen Einsatz, wo man eben auch einen Account oder so eine Art Gast-Account hat, den man dann mit anderen Leuten teilen kann. So, und jetzt sehen wir hier schon ein paar Neuerungen. Zum Beispiel wird mir hier DE angezeigt, also die Möglichkeit hier zwischen den verschiedenen Tastatur-Layouts zu wechseln. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Oder, achso, jetzt ist auch wieder verschwunden. Na, vielleicht ist einfach nur. Gucken wir jetzt nochmal in die Einstellungen hinein und schauen uns an, ob es da ein Update gibt für das Endless OS-System. 347, ich glaube, wir hatten vorher 346. Und eine andere Nummer. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass es jetzt tatsächlich in die neueste Version hineingebootet ist. Und ja, damit würde ich jetzt das Ganze auch erstmal belassen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Informationen zu Endless OS haben wollt, es gibt eine Radio Tux-Folge, die kommt in diesem Monat raus und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anhören, was ich dazu zu sagen habe. Und jetzt habt ihr zumindest so einen kleinen Einblick gewonnen, wie sich das Ganze bedienen lässt und wo es eventuell ein paar Einschränkungen und Grenzen gibt. Und was so alles direkt funktioniert oder nicht. Also eine Sache möchte ich noch sagen, Medien abspielen, Videos oder sowas. Ihr werdet sehen, wenn ihr da Facebook und WhatsApp und so weiter sehen werdet, ihr müsst nicht irgendwelche Verkrampfungen machen, um irgendwelche Videos abspielen zu können, sondern ihr könnt hier ganz einfach Videos abspielen. Da gibt es also die ganzen Codecs sind vorinstalliert, was das angeht. Da gibt es also keinerlei Probleme. Wollen wir beispielsweise Apple Movie Trailers mal kurz einen Trailer uns anzeigen lassen. Hoffen, dass wir nicht irgendwie gesperrt werden. Avengers Infinity War beispielsweise, können das anklicken und dann wird es direkt abgespielt. Oh, oder auch nicht. In dem Fall Open with VLC, okay, es wird also nicht unterstützt. Da gibt es aber zumindest dann die Möglichkeit, das mit VLC zu öffnen, obwohl ich hier im Hintergrund sehe, dass das Ganze lädt. Nun ja, auf jeden Fall würde das Ganze vernünftig abgespielt werden mit VLC und Codecs für MP3s zum Beispiel sind aber auf jeden Fall mit dabei. So, das war es jetzt aber auch wirklich für diesen TechView Podcast, für diese TechView Podcast Show. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr erfahren wollt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr das alles im Kommentarbereich machen. Ihr könnt einen Daumen nach oben lassen und natürlich auch fleißig abonnieren, falls ihr mehr von mir erfahren wollt. Das war es für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.